Ich dachte mir, Katrin Heckmanns Fräulein draußen, wie ich unterwegs das Große in den kleinen Dingen fand, ist ein Buch, das ich vielleicht mal für euch draußen rezensieren sollte. Katrin Heckmann ist eine von Deutschlands bekanntesten Outdoor-Bloggerinnen und in diesem Buch berichtet sie davon, wie ihr Leben eines Tages zu eng wurde und sie das dringende Bedürfnis hatte, raus in die Natur zu gehen. Und das hat sie ziemlich radikal gemacht, denn sie hat ihren gut bezahlten Bürojob gekündigt und hat die Wanderschuhe angezogen und ist 3 Monate lang durch Großbritannien gewandert. Dort hat sie auch das erste Mal ganz alleine in einem Zelt übernachtet, und zwar auf einem Hügel in den schottischen Highlands. Und in dieser Nacht hat es Klick gemacht und aus dem Wandern, dem Draußensein und der Wildnis wurde eine Passion und dann auch ein neuer Job, denn mittlerweile bloggt sie hauptberuflich über ihre Wandertouren. Und in diesem Buch berichtet sie von einigen ihrer Touren, die sie in die entlegensten Wildnisgebiete der Welt führen, von Alaska über Afrika bis nach Australien. Sie erzählt, was sie dort erlebt, aber auch, was dieses alleine draußen in der Wildnis sein mit ihr macht, wie es ihr dabei hilft, zur Ruhe zu kommen und den Blick schärft, sowohl für Äußeres als auch für Inneres. Und außerdem spickt sie ihre Reiseberichte mit interessanten Infos zu den Naturphänomenen, die ihr begegnen, beispielsweise wie sich die Tannen in Finnland an die Schneelasten anpassen, die auf ihren Ästen lasten, oder wie die Felsformationen im Arches Nationalpark in den USA entstanden sind. Ich muss sagen, dass ich vor dem Mut und dem Durchhaltevermögen und der Leidensfähigkeit von ihr echt den Hut ziehe. Also diese Wandertouren von ihr, diese Fernwandertouren sind nicht ohne. Sie ist da wochenlang oder monatelang alleine in der Wildnis unterwegs, trägt ihre ganze Ausrüstung, Zelt, Proviant und alles auf dem Rücken. Und ich habe echt manches Mal gedacht, wow, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also allein, so völlig allein in Alaska in der Wildnis unterwegs zu sein, wo hinter jeder Wegbiegung ein Grizzlybär auftauchen könnte, das ist schon echt nicht ohne. Mein womöglich einziger, aber dafür relativ großer Wermutstropfen bei diesem Buch ist, dass Katrin Heckmann halt, um all diese Wildnisgebiete zu erreichen, quer um den Globus geflogen ist. Und das ist natürlich in Sachen Klimaschutz überhaupt nicht gut. Ich darf nicht zu sehr mit verbalen Steinen werfen, weil ich selbst auch im Glashaus sitze. Soll heißen, ich habe auch schon den einen oder anderen Weitstreckenflug auf dem Gewissen. Und tatsächlich ist es so, dass sie sich am Ende ihres Buches mit dieser Problematik auch auseinandersetzt und sagt, dass sie ihre Flugreisen mittlerweile deutlich reduziert hat. Und das hat mich wieder etwas mit ihr und dem Buch versöhnt. Nichtsdestotrotz bleibt zu hoffen, dass sie nicht all ihre Follower und Leser und Leserinnen dazu animiert, ihr all diese Fernreisen nachzutun. Ich hoffe stattdessen, dass das Buch eher dazu motiviert, auch mal mehr draußen sein im Alltag zuzulassen, die Natur vor der eigenen Haustür zu erkunden oder zumindest vielleicht in Regionen, die auch ohne Flugzeug zu erreichen sind. Von diesen Sorgen abgesehen habe ich das Buch wirklich sehr gerne gelesen und auch regelrecht verschlungen und auch einiges daraus mitgenommen. Also es ist ja so, dass ich ein sehr naturverbundener Mensch bin. Lange Zeit habe ich auch gedacht, ich bräuchte unbedingt einen Job, in dem ich draußen in der Natur im Naturschutz arbeite, um glücklich zu sein. Mein Leben hat sich etwas anders entwickelt und ich habe mittlerweile auch einen klassischen Bürojob und habe gemerkt, dass das auch okay ist. Aber in der Freizeit draußen in der Natur zu sein, ist für mich immer noch sehr wichtig. Doch beim Lesen dieses Buchs habe ich mich manchmal gefragt, ob ich das oft genug mache, ob das nicht in meinem Leben mittlerweile auch ein bisschen zu kurz kommt. Das Buch hat mir definitiv den Anstoß gegeben, zu versuchen, wieder öfter raus in die Natur zu gehen und dann vielleicht auch mal das Handy zu Hause zu lassen oder zumindest keine Fotos zu machen. Erst recht nicht mit dem Hintergedanken, dass das irgendwie auf Instagram gepostet werden muss, keinen Podcast in die Ohren zu tun, sondern einfach für sich selbst draußen in der Natur sein und die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen. Das möchte ich gern wieder öfter versuchen. Und das ist nur eins von mehreren Dingen, die ich aus diesem Buch mitnehme. Und das erwähne ich deshalb, weil ich finde, das ist somit eins der größten Komplimente, die man so einer Art von Buch machen kann, wenn man Anreize und Denkanstöße für das eigene Leben daraus mitnimmt, auch nachdem die Lektüre abgeschlossen ist. Und das ist bei Fräulein draußen und mir auf jeden Fall so der Fall. Schreibt mir doch, wenn ihr mögt, mal gerne in die Kommentare, wie wichtig das draußen in der Natur sein für euch ist und wie viel Zeit ihr dafür in eurem stressigen Alltag findet. Und ansonsten danke ich euch herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.